x-te Übung ist der World's Greatest Stretch. Habe ich nicht so gut ausgesprochen. World's Greatest Stretch. Okay, ihr geht auf die Matte runter in einen Ausfallschritt. Dann, du darfst dein hinteres Bein sogar absetzen und den Spann auch. Genau, jetzt legst du mal beide Hände gerne vorne auf den Boden und machst erstmal so ein bisschen deine Hüfte auf. Du wirst es jetzt schon hier im Hüftbeuger gut merken. Kannst probieren, genau mit dem Ellbogen mal runter zum Sprunggelenk zu kommen. Und das ist der erste Teil der Übung. Du probierst mit, genau, hier runter zu kommen. Und jetzt öffnest du dich mit der Hand, rotierst, der Blick folgt der Hand. Du öffnest dich hier richtig schön. Eine super Übung für die Hüftmuskulatur. Jetzt kannst du probieren, dich noch mal ein bisschen vorzuschieben mit jeder Bewegung. Genauso kommst du noch mal ein bisschen tiefer. Also probiert immer Hüfte runter zum Boden. Dann wieder Ellbogen zu Sprunggelenk. Darfst gerne rund werden im Oberkörper. Probieren, dass du mit der Nase Richtung Matte kommst. Super. Und öffnest dich. Schaust hinterher und schiebst dich wieder ein Stück nach vorne runter in die Matte rein. Lasst euch hier auch wieder wirklich Zeit, 2-3 Sekunden unten halten und auch 2-3 Sekunden definitiv oben halten.